Hallo, heute beschäftigen wir uns näher mit dem Thema Patientenverfügung. Nach meinem letzten Video, wie man richtig für das Alter vorsorgt, was ihr Sollte auch man sich hier über seine findet, Erben Gedanken machen? wurde ich angefragt, was denn jetzt genau so eine Patientenverfügung ist. Und was man machen muss, damit sie rechtlich Bestand hat. Erstens, eine Patientenverfügung ist dafür da, wenn man einmal schwer krank wird und selbst keine Entscheidung mehr treffen kann. Diese Patientenverfügung sagt schon aus Patient. Bestimmt eigentlich das Thema Patient gegenüber Krankenhäusern, Ärzten, Behandlungsmethoden. Es ist also anders als der Vorsorgeauftrag, nicht für finanzielle Regelungen gedacht, sondern mehr dafür, was möchte ich, wenn ich einmal krank bin. Hier kann man beispielsweise regeln, ob man an Maschinen angeschlossen werden soll, um weiter am Leben erhalten zu bleiben. Oder ob man dies jedenfalls nicht möchte, sondern möchte, dass die Maschinen abgestellt werden, wenn man das Gefühl bekommt, dass man sowieso nicht mehr gesund wird und voraussichtlich sterben wird. Wie ist es denn beispielsweise dann mit Medikamenten? Möchte ich starke Medikamente bekommen, auch wenn diese vielleicht weiter meine Gesundheit schädigen? Oder möchte ich dies nicht? Möchte ich künstlich ernährt werden? Oder möchte ich das vielleicht jetzt selber gar nicht entscheiden? Denn das kann ich in einer Patientenverfügung auch regeln. Ich kann sagen, ich möchte all diese Punkte jetzt selber entscheiden oder nicht entscheiden. Oder ich kann sagen, mein Nachbar, meine Tochter, mein Mann, die sollen das dann entscheiden, wenn ich das für mich selber nicht mehr kann. Diese Person setzt man dann ein. Ärzte und Pfleger sind dann verpflichtet, auf diese Angaben genau zu achten. Sie müssen berücksichtigen, was man gewünscht hat. Man kann hier auch regeln, ob man beispielsweise nach dem Tod möchte, dass Organe entnommen werden und diese gespendet werden. Wenn man dies alles sich überlegt hat und sich vielleicht noch einmal beim Arzt hat beraten lassen, wie so etwas genau vorgeht und was man genau entscheiden sollte, dann sollte man einen Notar aufsuchen. Dieser setzt genau diese Patientenverfügung für einen auf. Sie wird dann notariell beurkundet. So verhindert man, dass später irgendwas daran gerüttelt werden kann, dass man sagt, dies ist vielleicht nicht wirksam oder sollte so nicht durchgesetzt werden. Bei der Beurkundung sind dann auch zwei Zeugen anwesend, die später bestätigen können, dass man dies genau so gewollt hat. Bei der Einsetzung einer Person, die diese Entscheidung für einen treffen soll, sollte man vielleicht darauf achten, dass man eine zweite Person einsetzt. Sollte denn die erste Person verstorben sein, so möchte man ja trotzdem, dass es noch eine weitere Person hat, die diese Entscheidung für einen treffen soll. Hat man dies notariell beurkundet, so kann man mit dem Krankenkassenkärtchen und dieser Beurkundung zum Hausarzt gehen. Dieser kann nämlich diese Patientenverfügung auf der Karte hinterlegen. Das bedeutet, wenn ich ins Krankenhaus komme, können die diese Karte auslesen und sehen, dass ich eine solche Patientenverfügung hinterlegt habe. Vor allen Dingen bei Personen, die alleinstehend sind, empfehle ich dies sehr. Ist man nämlich nicht verheiratet und hat vielleicht keine Familienangehörige, so hat man die Gefahr, dass enge Freunde oder Bekannte einen noch nicht mal im Krankenhaus besuchen dürfen, wenn es einem schlecht geht. Diese dürfen keinerlei Entscheidungen treffen. Auch wenn man vielleicht schon jahrelang in einer Partnerschaft lebt. Einige Krankenhäuser sind sehr kulant und hören dann auf das, was der Partner sagt. Aber andere halten sich strikt an die Regelungen und dann darf dieser Partner keinerlei Entscheidungen treffen. Dies wäre vielleicht im Fall, wenn es Ihnen nicht gut geht, sehr schlimm für Sie. Deshalb empfehle ich Ihnen dann, eine Patientenverfügung aufsetzen zu lassen und so sicher zu sein, dass alles genau so geschieht, auch wenn sie selbst einmal nicht mehr entscheiden können.